Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von der Daily Shop News vom 27.09.2019. Ja, heute werden wir die Abstimmung machen, das Community Voting, für den neuen Skin. So Leute, wenn ihr uns kostenlos unterstützen wollt, dann used gerne im Itemshop den Creator Code sofort gleich TTV. Dann auf Annehmen drücken und dann unterstützt uns kostenlos und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. Jo Leute, erstmal vielen, vielen Dank an euch alle, dass ihr euch mitbeteiligt habt an dieser Abstimmung. Es ist ein knappes Ergebnis, aber dann doch deutlich, kann man sagen. Ja, und das wollen wir ganz am Ende dann auch machen. Und jetzt schauen wir erstmal in den heutigen Itemshop rein. Hier rechts ist diese Entscheidung da auch schon. Und geht noch 21 Stunden. Hier haben wir das Zone Wars Paket. Ist neu im Shop. Hier unten rechts die Ultra-Klingen. Wir fangen jetzt mit dem langsamen Klatschen an für 200 V-Bucks. Das Teil ist einfach nur mega kultisch geil. Kriegt von mir 10 von 10 und hat hier ein Voting von 4,5 von 5 bei 22 Votes am 15. Dezember 2017 ist erstmal drin gewesen. 23 Mal seitdem. 48 Reminders das letzte Mal im Shop vor 36 Tagen. Dann sind wir bei den Ultra-Klingen, die sind jetzt neu, herrsche über die Zone, Teil des Zone Wars-Sets. Diese zwei Styles gibt es da, Werkzeuge-Effekt. Ich finde die Dinger ganz cool, kriegen von mir 7 von 10 und haben momentan ein Voting von 4 von 5 bei 3 Votes. Ganz kurz eingeblendet hier, zack. So, dann geht's weiter mit dem Boneless, da muss ich immer an Vikings denken. Für 500 V-Bucks kriegt von mir 9 von 10 Boneless, hat hier ein Voting von 4,16 von 5 bei 32 Votes am 6. Mai 2018, das erste Mal drin gewesen, 11 Mal seitdem, 75 Reminders, das letzte Mal im Shop vor 92 Tagen am 27. Juni 2019. Dann haben wir die Raufboldin für 1200 V-Bucks. So ein Marine-Skin finde ich persönlich jetzt nicht ganz so toll. Kriegt von mir auch nur 3 von 10. Der Brawler hat hier ein Voting von 3,45 von 5 bei 44 Votes am 3. November 2017 bereits das erste Mal drin gewesen. 24 Mal seitdem. 36 Reminders, das letzte Mal im Shop vor 90 Tagen. Dann haben wir Cheerleading. Mega geil, kriegt auf jeden Fall von mir 10 von 10. Hat hier ein Voting von 4,16 von 5 bei 25 Votes am 3. Februar 2019. Das erste Mal drin gewesen. 7 Mal, 72 Reminders, jetzt mal im Shop vor 21 Tagen. So, dann geht's hier weiter. Dann haben wir den Splitterbruch. Für 500 V-Bucks klicken wir mal ganz kurz da unten durch. Ich finde, dass sie. Das war falsch, das wollte ich so nicht. So, hier einfach durchklicken. Oh, come on. Was ist gerade los mit mir? Man merkt, es ist spät. So, also hier eine coole Lackierung. Auf jeden Fall Xoxo. Find die ziemlich geil. Kriegt von mir 10 von 10. Sharpbreak hat hier ein Voting von 4,54 von 5 bei 39 Votes. Sorry, ich bin so müde aktuell. Am 4. Mai 2019 ist erstmal drin gewesen. Seitdem 6x 16 Reminders und das letzte Mal im Shop vor genau 31 Tagen. So, jetzt kommen wir zu dem Arcana und das Ding finde ich einfach nur kultig. Kriegt auch von mir 10 von 10. Hat hier ein Voting von 4,37 von 5 bei, nein, jetzt habe ich auch noch das aufgemacht, 4,37 von 5 bei 46 Votes am 4. Mai 2019 das erste Mal drin gewesen. Seitdem 5 Mal, 18 Reminders, das letzte Mal im Shop vor 31 Tagen. So, dann machen wir hier weiter mit dem Traum, der Dream, mega geil, auch absolute 10 von 10. Ich finde den so geil. Jetzt kann ich das Programm erstmal im Hintergrund wieder zumachen.
So, das ist der Dream und er hat hier ein Voting von 4,44 von 5 bei 91 Votes. Auch am 4. Mai 2019 ist das erstmal drin gewesen. 6 mal 134 wie meine, das letzte Mal im Shop vor 31 Tagen. Hier, und dann haben wir den Luminous haben wir hier, 1500 V-Bucks, auch der, klare 10 von 10. Ich bin begeistert. 4,02 von 5 bei 52 Votes, 4. Mai 2019 ist das erstmal drin gewesen, 6 mal 43 Reminder, das letzte Mal im Shop vor 31 Tagen. Sind wir auch mit dem Set hier soweit durch. Dann kommen wir zu dem Zucki, da haben wir ein Gameplay von 1200 V-Bucks. Ich finde die cool, erinnere mich an solche japanischen Horrorfilme. Ja, würde da ganz gut reinpassen, der Teil, und kriegt von mir auf jeden Fall 8 von 10. Der Zucki. Und der Zucki hat hier ein Voting von 4,06 von 5 bei 50 Votes am 21. Juli 2019. Das ist mal drin gewesen. 4 mal 104 Reminders, letztes Mal im Shop vor 32 Tagen. Dann haben wir die Kupferwespe, Copper Wasp. Ich glaube, auch dazu müssten wir ein. Guck mal, da ist der Tiger mit den Nunchakus. Ja, mit denen haben wir früher auch mal rumgespielt. Kann die ein oder andere Beule auch mal gebracht haben. So, für 1500 V-Bucks. Kupferwespe. Ja, Kupferwespe kriegt von mir 7 von 10. Hat hier ein Voting von 3 von 5. Bei 31 Votes. 21. Juli 2019. Das erste Mal drin gewesen. 4 mal 3 Reminders. Letztes Mal Shop vor 32 Tagen. Heftiger Hieb. 7 von 10. Power Punch hat hier ein Voting von 4,5 von 5 bei 8 Votes. Am 26. August 2019 ist erstmal drin gewesen. Zweimal, zwei Reminders. So, und dann haben wir den Stachel. Finde ich persönlich jetzt wiederum nicht so toll, auch wenn die Farbgebung orange-blau ganz nice ist, aber kann mit dem Ding nicht so wirklich viel anfangen. Ist euch was aufgefallen? Die Max sieht man hier gar nicht mehr. Ist das ein Anzeichen dafür, dass die Max jetzt definitiv endlich wieder rauskommen? Das wäre doch ziemlich geil. Das war ein super Schritt in die richtige Richtung. Liebes Epic Games Team, macht die Hoverboards, lasst die Max raus. So. Auf jeden Fall 5 von 10 für diese Lackierungsdinge. Hat hier 3,38 von 5 bei 5 Votes am 21. Juli 2019. Das ist mal drin gewesen. 3x, 2 Reminders. Letztes Mal im Shop vor 32 Tagen. Dann sind wir mit dem Set hier auch schon so weit durch. Dann haben wir hier dieses Zone Wars Paket. Da gucken wir hier mal in den Style rein. Von der hier. Ja gut, gibt es ja eigentlich schon in einer schwarzen Variante und in einer orange-blauen Variante. Finde ich persönlich jetzt in dieser hier nicht so wirklich toll. Wie sieht es denn hier aus? Ja, kriegt auf jeden Fall von mir 7 von 10. Und dann haben wir hier nochmal den da, Hitzezone. Heat Zone. Und Heat Zone kriegt von mir, schauen wir mal hier rein, 6 von 10. So, oder auch 7 von 10, 6 von 10. So. Ja, zu der Danger Zone haben wir aktuell ein Voting. Ich bin mir jetzt aktuell ein bisschen unsicher, ob das Voting auf beide bezogen ist. Hier haben wir 4,11 von 5 bei 9 Votes. Lass mal gucken, ob es dazu auch die Heat Zone gibt. Das ist ja Danger Zone. Da gibt es mit Sicherheit auch Heat Zone. Und das gibt es hier gerade nicht. Nein. Also Danger Zone ist vermutlich das Gesamtpaket. Ja, Leute, so, dann sind wir hiermit auch soweit durch. Dann muss ich erstmal, bevor wir da zu dem Voting rübergehen, muss ich dem Shop ja noch eine Benotung geben.
So, da kriegt der Shop von mir auf jeden Fall ein Love It. Ich muss sagen, ich finde hier knochenlos cool, langsames Klatschen cool, Ultraklingen cool, Zone Wars Paket cool, dieses ganze Dream Set, Traum Set und so weiter, Cheerleading cool, alles eigentlich cool. Gibt auf jeden Fall von meiner Seite ein Love It. Und ja, dann haben wir hier, mache ich jetzt die 1100 voll. 1100 Love It, 792 It's Meh und 1480 Hate It. So, damit haben wir auch das erledigt. Und jetzt kommen wir zum Voting. Und da gucken wir uns erstmal die Votings an, die ihr uns in die Kommentare geschrieben habt. Also hier haben wir zum Beispiel den Superkeks. Vielen Dank an dich, Superkeks, für deine Abstimmung. Könnt ihr bitte für Berchi stimmen? Ja, also einmal Berchi. Dann haben wir Berchi Rexy von Gameplay HD. Vielen Dank auch an dich. Zweimal Berchi. Dann haben wir Hawks. Nimm das Bärchen. Dreimal Berchi. Vielen Dank auch an dich, Hawks. Dann haben wir den Itus Miril Partyprügler. Also dreimal Berchi, einmal Partyprügler. So, und dann haben wir noch hier insgesamt Berchi Rexy viermal und Partyprügler Bash dreimal. Farbenschütze Bright Blaster kein einziges Mal. Kein einziger will diesen Farbenschützen Bright Blaster haben. Wenn ich jetzt die Kommentare unten mit hinzurechne, dann wären wir bei viermal. Also hier sieht es ja eng aus. Da hätte das Bärchi um ein Voting gewonnen und der Partyprügler hat eben dann nur drei. Aber wenn ich jetzt die Kommentare noch mit hinzurechne, dann sind wir hier bei sieben für das Bärchi und bei vier für den Partyprügler. So, also hat ganz klar das Berchi gewonnen. Ja, passt ja auch zu mir. So, jetzt gehe ich mal da hin. So, und dann klicke ich mal da drauf. Und dann machen wir das. Gehen jetzt mal hier in die Entscheidung rein. Dum, 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 dum. Abstimmen. Berchi. Klack. Jawohl, kann man es nochmal abstimmen? Bus. Oh, wenn ich das gewusst hätte. Aber gut, ich meine, 7 zu 4 ist eigentlich ganz klar zweimal Bärchi. Ne? Also zwei Thumbs up für das Bärchi von unserer Seite. Einmal von mir. Wobei, ich hätte vielleicht sogar den da genommen. Also meiner Meinung nach, ich gebe euch jetzt mal meine Votings für den Partyprügler. Ich finde das Ding mega geil, kriegt auf jeden Fall von meiner Seite 10 von 10. Ja. Berchi auch 10 von 10, auch mega geil. Und hier der Farbenschütze, ja, da gebe ich euch recht. Also der Farbenschütze ist tatsächlich von denen der schlechteste und hätte auch von mir nur 7 von 10 bekommen. Ich hätte mich wahrscheinlich. Wahrscheinlich auch für das Bärschi entschieden. Aber der Partyprügler ist auch geil. Also schwer zu sagen. Ja, wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann lasst doch mal bitte einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare. Abonniert den Kanal und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Fortnite Daily Shop News mit mir, dem Mann gleich. Schaut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.